Gut, ich denke, wir können anfangen. Ja, ich denke, ich bin zu hören. Alles klar? Okay, wunderbar. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie begrüßen zu können. Mein Name ist Oliver Benson und ich habe die Freude, heute den Stefan Reitzenstein hier zu vertreten, der uns aber online folgt, glaube ich. Schöne Grüße und gute Besserung an den Stefan. Ja, herzlich willkommen zum wissenschaftlichen Abendvortrag heute im Magnushaus. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass wir hier unseren Sprecher persönlich vor Ort haben, Professor Hugo Zwinden. Und ich freue mich auch, dass wir schon eine noch wachsende Menge von Personen auch hier bei uns direkt im Magnushaus haben. Also herzlich willkommen nochmal an alle, die hier sind und auch alle, die uns per Zoom zugeschaltet sind. Ich möchte anfangen, indem ich kurz ein paar Worte zu unserem Sprecher heute sage. Viele von Ihnen, glaube ich, die hier sind, kennen ihn auch schon. Herr Zwinden ist in Bern geboren und hat dort in Bern auch an der Universität Physik studiert. Zunächst mal mit einem Thema aus der Klimaphysik seinen Master gemacht und hat dann weiter promoviert und ist dann schon im Bereich der optischen Spektroskopie tätig gewesen, hat sich dort mit der optischen Spektroskopie von seltenen Erden in Gläsern und Kristallen beschäftigt. Er ist dann noch eine Weile als Postdoc am Institute of Applied Physics in Bern geblieben, bis er dann 1993 nach Genf gewechselt ist, dort an die Gruppe von Nicolas Gisin. Und in Genf ist er auch heute noch und leitet dort die Gruppe of Quantum Technology an dem Institute for Applied Physics in Genf. Einer der Pioniere und Experten der Quantentechnologie und so auch vielen bekannt durch sein Engagement auch in vielen internationalen Projekten, viele EU-Projekte. Gibt es eine lange Liste, könnte ich ein Beispiel nennen. Er ist Koordinator im Moment von einem großen EU-Flagship-Projekt, wo es um Quantenzufallsgeneratoren geht. Viele kennen ihn auch. In letzter Zeit gab es ja einiges an Geld zu verteilen im Bereich der Quantentechnologien, viele Meetings, wie man das Geld verteilt, was man macht, Review-Meetings, Gespräche, Strategiegespräche. Und da sind sicher der eine oder die andere auch mal unserem Sprecher heute begegnet. Andere Aktivität, auch viele Konferenzen hat er schon organisiert, die sich auch mit seinem Forschungsgebiet, einzelne Photonen, Anwendung von einzelnen Photonen, photonische Quantentechnologie beschäftigen und glaube ich auch, dass wir uns letztes Mal bei einer dieser Konferenzen vielleicht sogar getroffen haben. Ja, wir werden einiges über sein Themengebiet heute erfahren und ich habe es schon erwähnt, es geht um photonische Quantentechnologien und ich denke, man kann sagen, Hugo, du hast dich schon mit Quantentechnologie beschäftigt, als man noch gar nicht so davon gesprochen hatte, insbesondere tatsächlich eine Technologie aus diesen Quantenphänomenen zu machen und deswegen 2001 war ja auch Gründungsmitglied von einem der ersten Unternehmen, nämlich ID Quantique, die tatsächlich diese Quantentechnologien, photonische Quantentechnologien zu kommerziellen Produkten hin entwickelt haben. Und heutzutage kann man eben auch gerade von ID Quantique solche Systeme zur Quantenkryptographie und zur Quantenzufallszahlengeneration kaufen tatsächlich. Also ist wirklich eine Quantentechnologie geworden. Ja, wie gesagt, also Preise gibt es auch einige. Greinacher Preis 2016, Medaille d'Innovation Université Genève 2017. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen solchen wirklich Experten und Pionier von den Quantentechnologien heute hier haben. Und ich freue mich, dass wir da eben einiges lernen können über die mit Fragezeichen sichere Kommunikation dank Quantentechnologie. Ja, und Hugo, ich freue mich auf deinen Vortrag und ich assistiere noch eben kurz, dass wir die Technik umschalten. Okay, ja, gucken wir mal. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank für die nette Einführung. Ich hoffe, man kann mich hören, also Sie im Saal und auch im Internet. Ja, also dann genau, ich werde über die Frage diskutieren, ob man Quantentechnologie zu was gebrauchen kann, insbesondere für sichere Kommunikation. Und wie Sie hier sehen, ist das
das ist so mein, also jetzt muss ich jetzt aufpassen, dass die Leute das sehen auch zu Hause. Ich werde über Zufallszahlen sprechen, eine kleine Einführung geben in die Kryptographie und dann klassische Kryptographie, dann die Quantenkryptographie und ein bisschen die Limiten zeigen, die wir heute erreichen, dieser Quantenkryptographie. Und dann noch einen bisschen Ausblick geben über die Zukunft mit Quantenkommunikation, über große Netzwerke oder Satelliten. Und um diese Gebiete zu besprechen, werde ich immer wieder auf diese, ich habe da geschrieben, wunderliche Welt der Quantenphysik zurückgreifen. Weil bei dieser neuen Quantentechnologie nutzen wir eben gerade so diese Prinzipien, die man normalerweise meinen würde, dass es unbrauchbar ist, die Unschärferelation oder das Non-Cloning-Theorem und so weiter. Und ich spreche nicht von Laser und so handfesten Sachen. Aber trotzdem werden wir sehen, dass diese eigentlich Limiten, die uns gegeben werden von der Quantenphysik, dass man die auch brauchen kann. Okay. Also ich möchte mich entschuldigen, dass für mein schlechtes Deutsch. Ich habe auch schon mal einen Vortrag gegeben an der DPG und dann haben sich die Leute beklagt, dass ich Schweizerdeutsch rede. Das stimmt nicht. Das ist nicht Schweizerdeutsch, das ist mein bestes Hochdeutsch. Also besser wird es nicht mehr. Und da muss ich mich auch entschuldigen, dass ab und zu ziemlich viele englische Wörter auf den Slides sind. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Okay, dann legen wir doch los. Und ja, ich würde gerade anfangen mit diesem, vielleicht die Quantentechnologie, die heutzutage am weitesten verbreitet wird, genutzt wird. Das ist dieser Chip hier da, der Zufallszahlen generiert und der ist eingebaut in diesem Handy da von Samsung. Und das wurde immerhin schon vielleicht 1 Million Mal produziert. Also das ist wirklich, ich glaube, das höchste, ich glaube, es gibt kein anderes Quantentechnologie, von dieser neuen Art Quantentechnologie, wie ich jetzt gesagt habe, das mehr gebraucht wird. Und Anwendungen sind eben so in diesem Sicherheitsbereich und ich werde auf das kommen, für was man das brauchen kann. Jetzt, weshalb Zufallszahlengenerator mit Quantenphysik? Es gibt klassische Zufallszahlengeneratoren, die so auf Rauschen in einem Widerstand oder auch beim Computer, wenn ich die Maus bewege, kann man das brauchen, um zufällige Entropie zu generieren und so weiter. Und weshalb möchten wir das mit Quantenphysik machen? Weil eben die Quantenphysik Prozesse hat, die quasi definitionsgemäß zufällig sind und nicht nur chaotisch sind. Und man könnte vielleicht meinen, es ist zufällig, aber trotzdem ist es nicht so zufällig. Und in der Quantenmechanik gibt es eben Sachen, die wirklich eben, wie gesagt, was per Definition zufällig sind, weil es eben die nicht deterministisch ist. Und so ein quasi Standardbeispiel für einen Zufallszahlengenerator wäre so eine Single-Photon-Quelle, die Photonen auf einen Strahlteiler schickt. Und dann kann das Photon entscheiden, ob es geradeaus will oder abgelenkt wird. Und je nachdem gibt es eine 0 und 1. Und wir wissen, wir können nicht voraussagen, ob das Photon geradeaus gehen will oder nicht. Und insbesondere, wenn ein Photon zum Detektor 1 gegangen ist, hat es überhaupt keinen Einfluss auf das nächste Photon. Das kann immer noch zum 0 oder 1 gehen. Also ich glaube, das leuchtet relativ gut ein, dass das eigentlich ein guter Prozess ist, weil der eigentlich sehr einfach ist zu beschreiben und nicht irgendwie komisches Neues in Widerständen mit gewissen Bandbreiten und da kann man Fluktuationen haben von der Spannung und so. Es ist alles ein relativ einfaches System und da haben wir ein gewisses Vertrauen, dass das auch gute Zahlen gibt. Und dieses System wird auch angewandt in einem kleinen Modul hier, das man kaufen konnte, an oder dazu mal oder nicht. Aber jetzt komme ich zurück auf diesen Chip, den Sie vorhin gesehen haben und der hat ein anderes Grundprinzip, liegt dem zugrunde. Und die Idee hier ist, dass wir eine Kamera haben. Wir haben das Experiment gemacht am Anfang mit einer Handykamera von diesem Nokia NC. Und dann
Was wir machen, ist einfach, dass die gleichmäßig beleuchten mit einer bestimmten Intensität. Und dann pro Zeiteinheit kommen dann im Mittel ungefähr n Photonen auf jedes Pixel. Und jetzt wissen wir, wenn wir das ein bisschen analysieren, dass wir jetzt die Anzahl Photonen, die auf dieses Pixel kommen, eine Poisson-Verteilung haben. Und man kann das auch messen. Man sieht das hier, diese Kurve da. Das ist eine mehr oder weniger perfekte Poisson-Verteilung. Also da haben wir im Mittel irgendwie 410 Photonen und da gibt es eine Abweichung plus minus 20 oder irgend sowas. Und diese Poisson-Verteilung ist, weil wir sind das Schottneus, sagt man dann auf Deutsch, diese Unschärfe in der Anzahl Photonen ist natürlich auch wieder ein Quantenprozess, der durch die Quantisierung des Lichts hervorkommt und, wenn Sie so wollen, muss das zufällig sein. Das heißt, da habe ich ziemlich viel Entropie und wenn ich das analysiere, weiß ich, dass ich ungefähr 6 Bits Entropie habe von diesen 10 Bits pro Pixel. Ich habe ein ADC, der dieses Signal in digitale Bits umwandelt. Und was wichtig ist, ist, das sehen Sie hier in Blau, wenn ich kein Licht auf die Kamera schicke, da ist das Signal vernachlässigbar zum Noise, der in Grün ist da. Das heißt, es steht auch hier, mein Quanten-Noise ist viel, viel, viel größer als der klassische Noise, der von der Kamera herkommt. Und den möchte ich eben nicht. Ich möchte eben nur den Quanten-Noise haben. Und jetzt kann ich aus diesen Daten, kann ich jetzt ein Zufallszahlen extrahieren. In diesem Chip machen Sie das auf sehr, sehr einfache Art. Da haben wir einfach diese 10 Bits pro Pixel und dann sagt man einfach, okay, das letzte Pixel, das wird beeinflusst vom thermischen Noise und so weiter. Das wollen wir sicher nicht nehmen. Und die ersten Pixel hier vorne, das ist so liiert mit der mittleren Intensität, die ich habe. Und das ist auch nicht zufällig, aber wenn ich die Pixel 3 und 2 nehme, dann habe ich, bin ich sicher, dass ich da zufällige Resultate kriege. Ich könnte sogar noch mehr extrahieren mit einem bisschen besseren Extraktor. Okay, also ich glaube, ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, dass es eine gute Idee ist, Quantenprozesse zu brauchen, um Zufallszahlen zu generieren. Und jetzt, weshalb brauchen die Leute das auf ihrem Handy? Und da muss ich einen kleinen Exkurs machen in die klassische Kryptographie. Es gibt zwei Systeme von Kryptographie. Die einen, die auf komplexen mathematischen Funktionen basiert sind, und die andere, die, das werden wir nachher sehen, die von der Informationstheorie basierend, auf die Informationstheorie basieren. Bei diesen auf die Komplexität basierenden Systemen kann man zwei vielleicht erwähnen. Das ist dieses AES, das ist ein Advanced Encryption System. Da haben wir, um eine Meldung zu verschlüsseln, haben wir einen geheimen Schlüssel, der relativ kurz ist, beispielsweise 256 Bit. Früher war er noch kürzer und jetzt, je mehr die Computer leistungsfähiger werden, macht man den Schlüssel immer ein bisschen länger. Und dann braucht man den gleichen Schlüssel, um die Message zu verschlüsseln und dann auch wieder zu entschlüsseln. Aber natürlich, die beiden Partner müssen diesen Schlüssel kennen. Dann gibt es ein anderes System, das ist das Public Key System oder öffentlicher Schlüssel von diesen RSA, von diesen Erfindern von diesem System. Und dort haben wir eben einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Also der öffentliche Schlüssel, der ist bekannt, der ist publiziert, beispielsweise. Wenn Sie auf Internet gehen wollen und jetzt etwas kaufen von Amazon, dann wird Ihr Browser eine Webseite konsultieren, wo dieser öffentliche Schlüssel steht. Und dann können Sie etwas verschlüsseln und nur Amazon hat den zugehörigen privaten Schlüssel. Und wenn Sie den privaten Schlüssel nicht haben, können Sie das nicht entziffern. Und die Idee, die dahinter steckt, ist diese Einwegfunktion. Also beispielsweise, wenn Sie eine große Zahl haben und die möchten die in Primfaktoren zerlegen,
dann ist es relativ kompliziert. Aber wenn Sie nur das Produkt ausrechnen müssen, das wäre mit dem öffentlichen Verschlüssel zu verschlüsseln, das ist ganz einfach, oder nicht? Aber wenn Sie von diesen Zahl hier die Primfaktoren finden müssen, dann brauchen Sie ein bisschen mehr Zeit. Das ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel mit so kurzen Zahlen, aber wenn Sie das mit ganz, ganz großen Zahlen machen, ist es sehr schwierig, die Primfaktoren zu erlegen. Das ist das Prinzip von diesen Einwegfunktionen, die die Sicherheit von diesem System garantieren sollen. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Diese vermutete Schwierigkeit ist eben nicht bewiesen. Und insbesondere, hier sehen Sie eine Foto von Peter Shor. Peter Shor hat herausgefunden, dass wenn man einen Quantencomputer hätte, könnte man dieses Problem relativ schnell lösen. Das heißt, dieses System mit diesem öffentlichen und privaten Schlüssel wäre nicht mehr sicher. Ah ja, das ist vielleicht Zukunftsmusik. Aber jetzt komme ich noch zurück zu unserem Handy. Also was passiert jetzt, wenn Sie auf Amazon etwas bestellen wollen? Dann nehmen Sie eben den öffentlichen Schlüssel von Amazon. Und jetzt könnten Sie eigentlich schon Ihre Kreditkartennummer und alles schicken zu Amazon mit diesem Schlüssel verschlüsselt. Es ist aber so, dass das relativ kompliziert ist. Also das alles zu verschlüsseln mit diesem Schlüssel kann das kleine Handy nicht bewältigen. Deshalb, was man machen will, man will das AES brauchen, dass man dieses kurze Schlüssel macht. Und deshalb braucht man diesen öffentlichen Schlüssel nur, um einen kurzen Schlüssel zu übertragen. Das heißt, der Benutzer muss einen kurzen, zufälligen Schlüssel generieren können. Und für das braucht er eben einen Zufallszahlengenerator. Also der Zufallszahlengenerator vom Handy wird 256 zufällige Bits auslesen, die verschlüsseln, zu Amazon schicken und Amazon kann das entschlüsseln. Dann können Sie mit AES, Amazon und Sie diskutieren. Das ist die Idee. Aber eben, wie gesagt, das ist nicht so sicher, weil eben dieser Algorithmus kommt von Quantum Computern. Man möchte ein anderes System haben. Und ein anderes System ist eben, wenn man es auf beweisen kann, mathematisch beweisen kann mit dieser Informationstheorie. Und da gibt es ein ganz einfaches System, das heißt das One-Time-Pad. Da habe ich meinen Text, den ich verschlüsseln möchte, das Plaintext, das ist einfach eine Serie von Nullen und Einsen, nicht wahr? Und dann muss ich einen Schlüssel haben, der perfekt zufällig ist, aber ich brauche wieder Zufallszahlen. Und der muss gleich lang sein wie die Message. Das ist natürlich ein bisschen das Problem, da muss ich diese großen, langen Schlüssel generieren. Aber wenn ich das mache und dann einfach ein XOR machen oder den Plaintext und den Key addiere, dann kriege ich einen Ciphertext, der wieder total zufällig ist und da kann ich einfach beweisen, dass es unmöglich ist, den zu entziffern. Aber jetzt kommt natürlich das Problem, dass ich diesen großen Schlüssel übertragen muss. Und das ist das Ziel dieser Quantum Key Distribution, dieser Quantenkryptographie. Ich weiß nicht, die Fragen kommen nur am Schluss. Oder aus dem Publikum, wenn Sie Fragen haben. Vielleicht aus dem Publikum können Sie das gerne schon fragen und sonst auf dem Internet dann später vielleicht das zu kommen. Okay, gut. Also, ja, was ist diese Quantum Key Distribution? Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere oder die eine oder andere schon was von diesem BB84-Protokoll gehört haben. Das ist benannt nach den Erfindern von diesem ersten QKD-Protokoll. Ich werde das ein bisschen erklären in einer anderen Variante, aber ich möchte jetzt mal schon nur, dass wir uns bewusst sein, was wir eigentlich brauchen, um diesen Quantenschlüssel zu übertragen. Also wir haben immer die gleichen, die gleichen Leute, die da involviert sind. Das ist Alice, die mit Bob kommunizieren möchte und Eve ist der Spion, der abhören möchte, was da passiert. Okay? Und jetzt Alice und Bob, die brauchen einen Quantenchannel, also das ist eine Glasfaser zum Beispiel, wo man eben Quantensignale durchschicken kann.
und kann Zustände verschicken kann. Aber das genügt nicht. Sie müssen auf beiden Seiten müssen Sie Zufallszahlen haben. Also das brauchen wir wirklich wieder. Dann muss man garantieren können, dass das Büro von Alice und Bob, das muss natürlich sicher sein. Es hatte keinen Sinn, wenn sie sicher kommunizieren können, aber wenn der Eavesdropper hinter ihnen steht, wenn sie die Message in den Computer reintippen oder nicht. Das ist auch eine Bedingung, die ist auch nicht unbedingt einfach zu erfüllen. Und dann braucht man auch einen authentizierten klassischen Kanal, wo Messungen ausgetauscht werden können. Da kann der Eavesdropper kann das abhören, aber er kann sie nicht verändern und Alice weiß, das kommt von Bob und Bob weiß, das kommt von Alice. Also wenn wir das alles haben, was man dann machen kann, dann schickt man einen Quantenzustand über diesen Kanal und die Idee, die grundlegende Idee ist, dass eben dieser Quantenzustand, der ist sehr, sagen wir mal, sensibel oder nicht, so ein einzelnes Photon. Und wenn jetzt der Eavesdropper das messen will, wird er diesen Zustand verändern. Ist auch ein bisschen gegeben durch die Heisenberg-Unschärferelation. Wenn Sie irgendwas was messen, dann werden Sie eine gezwungenermaßen auch eine Unschärfe generieren in anderen Komponenten. Und das können dann Alice und Bob ausnützen, um zu überprüfen, ob jemand abgehört hat. Das ist die Idee. Also Sie schicken mal ganz viele Zustände und dann diskutieren Alice und Bob, schauen, wie viele Fehler das hat und so, und dann können Sie sagen, ah, das war ein Eavesdropper da. Und wenn einer da war, dann müssen Sie eine Prozedur lancieren, die Privacy Amplification hat, dann können Sie berechnen, so viel Information hat der Eavesdropper möglicherweise gekriegt. Und jetzt kann ich die reduzieren, indem ich den Schlüssel kürzer mache und dann habe ich am Schluss einen sicheren Key, das man beweisen kann. Das ist die Idee. War ein bisschen schnell und nicht sehr konkret, aber jetzt werde ich Ihnen sagen, wie man das jetzt konkret machen kann. Okay. Ja, und ich möchte beginnen mit diesem Paper hier, worauf wir ja ziemlich stolz sind, weil anno dazumal war das tatsächlich die größte Distanz, die man übertragen konnte, diese Quantenschlüssel. 400 Kilometer, nicht? Und mit diesen Raten hier, und da braucht es ist eigentlich ziemlich viel Technologie drin in diesen ganzen Sachen, nicht? Da müssen Sie ein sehr schnelle Elektronik haben und sehr gute Detektoren. Wir haben dafür dieses Paper superleitende Detektoren entwickelt, gute Glasfasern und so weiter. Aber wenn Sie das haben, kommen wir ungefähr auf diese 400 Kilometer. Also gut, wie machen wir das jetzt im Konkreten? Also wie gesagt, ich will einen Quantenzustand übertragen und sagen wir mal, das könnte ein einzelnes Photon sein. Und jetzt in diesem Fall, häufig braucht man die Polarisation des Photons beispielsweise, um das Bit zu kodieren. Entschuldigung. Und hier, was wir machen, wir brauchen, was wir sagen, diese Timebins. Also wir sagen, wenn eine Null ist, wenn das Photon zu einer Zeit Null kommt und eine Eins ist, wenn ein Photon zur Zeit Eins kommt, ein bisschen später. Okay? Und so schicke ich jetzt diese Photon zu Alice und zu Bob. Und Bob, der misst einfach die Ankunftszeit vom Photon und dann kann er sagen, ob es Null oder Eins ist. Das ist natürlich jetzt überhaupt noch nicht sicher. Bei Eve kann ja genau das Gleiche machen, kann messen, ob oder früh oder spät ankommt und dann seinerseits ein Photon zu Bob schicken. Und das wäre überhaupt nicht sicher. Was man jetzt machen muss, man muss noch eine andere Basis wählen, das ist eben diese Z-Basis hier, aber man muss noch eine nicht-orthogonale Basis dazu wählen. Und in unserem Fall, was wir wählen einen dritten Zustand, wo das Photon jetzt in einer Superposition ist zwischen früh und spät. Also wir wissen nicht, was ist, aber es ist ein Superpositionszustand zwischen früh und spät. Das kann man machen, indem man einen Lichtpuls in ein Interferometer schickt und sich das aufspaltet und dann zwei Zeiten. Man kann es dann auch messen mit einem Interferometer. Also was passiert, bei Bob fügen wir jetzt noch einen zweiten Arm an. Und wenn ab und zu geht dann das Licht in dieses Interferometer hier, das sind so Glasfasern mit diesen
Strahlteiler, in diesen Glasfaserkoppler hier. Und jetzt kann das tatsächlich sein, dass dann, wenn so ein Zustand kommt oder nicht, dass das der erste Puls hier die lange Umweg nimmt, wenn Sie so wollen, durch das Interferometer, und der zweite, der später kommt, geht den direkten Weg und dann interferieren Sie hier. Und weil hier habe ich eine bestimmte Phasenbeziehung zwischen diesen beiden Pulsen. Okay? Und dann geht es entweder in diesen oder in diesen Detektor, je nach dieser Phase, die ich gewählt habe. Und jetzt kann ich beispielsweise die Phasen so wählen, dass sie immer nur in diesen Detektor hier gehen, sagen wir mal. Okay? Ich muss natürlich die Phase in meinem Interferometer stabilisieren und so. Aber dann kann ich so einrichten, dass es immer hierher geht, wenn ich diesen Zustand geschickt habe. Okay? Was jetzt passiert, wenn Eve abhören möchte, was in dieser Z-Basis passiert, weil da hier diese Bits, die brauche ich, um meinen Schlüssel zu übertragen. Diesen Zustand hier, den brauche ich nur, um zu testen, ob Eve da ist. Also wenn Eve jetzt versuchen will, zu messen, ob das früh oder spät war, das Foto, ob es eine 0 oder 1 ist, und aber Alice eben in diesen Zustand geschickt hat, dann wird Eve diese Kohärenz zwischen diesen beiden Posen zerstören. Wenn Eve das hier die Ankunftszeit von dem misst, dann wird sie entweder früh oder spät messen, zufällig, aber die Kohärenz ist kaputt und sie kann dann vielleicht ein frühes oder spätes Photon schicken zu Bob. Aber wenn das in dieses Interferometer geht, wird das nicht mehr korrekt interferieren. Und dann kann das Photon hier kommen und das ist dann hier raus und das ist wie ein Alarm. Achtung, jetzt hat jemand abgehört. Dann muss ich nur noch zählen, wie häufig das vorkommt hier. Und dann weiß ich, wie viel Information Eve gekriegt hat. Relativ einfach. Jetzt kommt noch ein anderes Problem, blöderweise. Ich habe jetzt immer von einzelnen Photonen gesprochen, aber ich möchte nicht einzelne Photonen verwenden. Auch wenn es Leute gibt, die einzelne Photonen produzieren. Aber es ist relativ kompliziert. Und wir möchten einfach Laserpulse brauchen, abgeschwächte Laserpulse. Und dort ist natürlich die Anzahl Photonen in diesem Puls, hat auch eine Poisson-Verteilung. Auch wenn ich sehr, sehr wenig Photonen in diesem Puls habe, im Durchschnitt sogar weniger als eins, kommt es vor, dass ab und zu zwei Photonen in diesem Puls sind. Und wenn natürlich zwei Photonen in diesem Puls sind, dann ändert sich das ganze System, oder nicht? Dann kann Eve einfach ein Photon rausnehmen und das dann das andere Photon zu Bob schicken und kann das dann in aller Ruhe messen. Das heißt, ich muss das verhindern. Und eine Art, das zu verhindern, ist, dass ich die gleichen Zustände auch nochmal generiere, aber jetzt mit abgeschwächter Intensität. Ich habe zwei verschiedene Intensitäten hier. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, ist zu sagen, okay, wenn Eve, sie hat ja ein Interesse, nur die Pulse zu verwenden, das Licht zu Bob zu schicken, wo zwei Photonen drin waren, weil dort hat sie Information. Wenn nur eines ist, dann kann sie nichts machen. Aber sobald sie zwei Photonen hat, kann sie eines rausnehmen und die Information kriegen. Also wenn sie diese Attacken machen will, wird sie diese Attacken nicht gleich häufig machen bei den stärkeren wie bei den schwächeren Pulsen. Also wenn wir jetzt die Statistik anschauen bei Bob, welche Pulse kommen an, mit welcher Wahrscheinlichkeit, können wir sagen, ob Eve diese Attacke gemacht hat oder nicht. Das ist auch ein weiterer Test, um sicher zu sein, dass Eve nicht abgehört hat. Okay. Naja, das war jetzt ein bisschen lang. Das ist auch dieses Protokoll. Und jetzt, wie mache ich das in experimentell? Ja, das Experiment ist dann eigentlich relativ einfach. Da habe ich eine Laserpose. Da mache ich diese zwei so Laserpose mit einem Abstand von, in unserem Fall, 400 Pikosekunden, 2,5 Gigahertz. Dann habe ich dieses erste Interferometer, das jetzt diese zwei Pulse macht, von denen ich da hier gesprochen habe. Und mit diesem Intensitätsmodulator kann ich eben jetzt dieses Pattern hier generieren. Ich kann eben nur den ersten Puls oder nur den zweiten Puls oder beide Pulse ein bisschen durchlassen und ich kann sie noch zusätzlich abschwächen. Das kann ich alles mit diesem Intensitätsmodulator machen. Und dann schicke ich alles nach Bob und Bob misst eben
die Ankunftszeit und von Zeit zu Zeit wisst ihr, ob diese Interferenz noch da ist oder ob jemand abgehört hat. Okay. Und dann kann man schauen, wie das funktioniert. Und es ist natürlich so, dass die Glasfaser, wir brauchen Glasfaser, auch wenn wir Glasfasern verwenden, die sehr wenig Verluste haben, natürlich, je weiter sie gehen, desto weniger Photonen kommen an. Und die Bitrate von diesem sicheren Bitrate geht natürlich exponentiell mit der Distanz runter. Und irgendwann kommt der Punkt, wo das Signal so klein ist, dass dann das Rauschen von meinen Detektoren, auch wenn das auch sehr, sehr gering ist, dem Ganzen ein Ende macht. Und das sehen Sie hier, das ist dieser exponentielle Abfall und dann bei 400 Kilometern dann plötzlich geht es eben dann nicht mehr so. Ah ja, aber, und Sie sehen dann, was wir kriegen dann noch so 10 Hertz bei 400 Kilometern und ein paar Kilohertz bei 250 Kilometern. Und das war die Messung anno dazumal und das war unsere Konkurrenz und die waren alle schlechter, deshalb waren wir ganz zufrieden oder nicht. Jetzt, was kann man besser machen? Ja, also natürlich diese Abhängigkeit, die von dir gesprochen hat, diese exponentielle Abhängigkeit, da kann ich nicht viel ändern, das sind einfach Verluste in der Glasfaser. Und wie gesagt, irgendwann mal kommt der Punkt, wo der Noise abnimmt, aber es kommt noch ein anderes Problem hinzu und da kann ich nicht viel ins Detail geben, aber wenn die Rate, die Detektionsrate sehr, sehr klein wird und ich nur eine bestimmte Zeit Daten aufnehmen will, ich möchte nicht ein Jahr lang warten, bis ich den Schlüssel generieren kann, dann habe ich relativ schlechte Statistik, um herauszufinden, ob Eve da war oder nicht und diese schlichten Schlüssel zu generieren. Und irgendwann ist einfach die Zeit, die mich beschränkt. Also hier in diesem Beispiel, wenn ich einen Tag als Limite setze, dann geht es einfach irgendwann mal runter. Ich kann keinen sicheren Schlüssel mehr garantieren mit einem Vertrauensbereich, der sehr gut ist natürlich. Das Epsilon hier ist 10 noch minus 9, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Eve eine Information kriegen kann. Das müssen natürlich sehr klein sein. Also ich habe da eine natürliche Grenze, die gegeben ist durch diese Abschwächung in den Glasfasern. Und was wir jetzt machen auf unserer Seite, wir versuchen natürlich jetzt das Ganze, das ist ein Bild von Alice, zu integrieren in eine viel kleinere Alice, eine integrierte Optik. Und das ist etwas, was wir jetzt gerade bei uns im Labor haben und testen. Aber komme ich nochmal zurück auf diese Distanz. Da kam doch tatsächlich dieses Paper raus kürzlich und die haben 800 Kilometer gemacht. Und das habe ich auch gerade gesagt, 400 Kilometer ist ungefähr die Grenze. Und wie geht das? Also die Idee ist eigentlich sehr einfach. Die Idee ist die folgende. Jetzt habe ich Alice und Bob, wie vorhin, aber ich habe eine Mittelstation da in der Mitte, wo ich die Messungen mache. Und Alice sendet einen Puls, und Bob und Alice senden einen Puls in die Mitte. Und das Ganze ist eigentlich, wenn man es anschaut von Weitem, ist es eigentlich ein großes Interferometer. Man kann sich so vorstellen, ich setze einen starken Puls hier rein, der geht zu Alice, die Hälfte, die andere Hälfte zu Bob. Und dann modulieren Alice und Bob die Phase von diesem Puls. Mit Phi A und Phi B und dann schicken sie diese Puls in die Mitte und in der Mitte misst man jetzt die Differenz der Phase mit diesem Interferometer, oder nicht? Und die Person hier in der Mitte, die kann jetzt einfach ankündigen, ob dieser Detektor hier oder dieser Detektor hier geklickt hat und dann, wenn sie weiß, ich habe eine Phase 90 Grad geschickt hat und der Mann in der Mitte sagt, dieser Detektor hier, dann weiß sie, dass Bob auch 90 Grad hat. Also so können Alice und Bob auch wieder, die können sagen, okay, Null ist so, diese Phase ist eine Null, diese Phase sind eins, dann können sie so ein Key übertragen. Aber der Witz daran ist jetzt, dass es genügt, dass wenn ein Photon die halbe Strecke zurücklegt, also ich halbiere die Strecke, die wirkliche Strecke. Deshalb kann ich doppelt so weit gehen. Deshalb kommen sie immer auf 800 Kilometer, nicht auf 400 Kilometer.
Nun ist es natürlich so, dieses ganze große Interferometer, das ist ein 800 Kilometer großes Interferometer, muss man mit riesigen Aufwand stabilisieren. Ich gehe auch nicht ins Detail, aber ich bespringe das, ich komme sonst in Zeitnot. Aber nur zu sagen, es ist unglaublich kompliziert, aber es ist ein sehr schönes Experiment. Und tatsächlich, das ist jetzt diese Kurven, wie Sie es vorher schon gesehen haben, in der Funktion der Distanz geht auch hier natürlich die Schlüsselrate runter. Und Sie sehen jetzt diese Daten da vom neuen Experiment, die gehen ungefähr bis 800 Kilometer. Und wir haben noch gerade das Glück, dass die Skala bis 400 geht. Da finden wir unsere Werte hier auch noch. Aber was jetzt interessant ist, ist hier, oder nicht, Sie sehen, wenn Sie diese Kurve anschauen, wie sie runtergeht in Funktion der Distanz, geht es eben mit einer anderen Steigung runter als in unserem Fall mit dieser schwarzen Linie hier. Und deshalb eben dieser Faktor 2 gewinnt man halt dann. Und wenn Sie sehen, dann bei 800 Meter geht das halt nicht mehr. Und ich dann hier rüberfahre, dann bin ich dann hier ungefähr bei 600 Kilometer, dieses, was ich gesagt habe, was so die ungefähre Grenze wäre, wenn alles perfekt wäre. Okay, gut, also man kann 800 Kilometer machen. Jetzt, Frage ist, kann man noch mehr machen? Wenn man noch mehr machen will, dann, dann wird es ein bisschen komplizierter. Und da muss ich jetzt wieder noch kurz was Neues erzählen. Über die Verschränkung und verschränkte Zustände. Mal, wer im Saal hier kennt, hat dann das schon gehört von verschränkten Zuständen und Bell-Experimenten. Ja, okay, die meisten, sehr gut. Also, da kann ich ja relativ schnell durchgehen, oder nicht? Also, die Idee ist hier natürlich, dass ich eben jetzt verschränkte Zustände, also zwei Photonenpaare beispielsweise generiere, eines nach zum Alice und zu Bob schicken und dort eine Messung machen. Und diese Photonenpaare in diesem verschränkten Zustand, die haben beispielsweise Polarisation ist nicht definiert. Aber wenn ich eine Messung mache mit Polarisation hier und mit der Polarisation rechts, sehe ich eine starke Korrelation. Und jetzt, man kann sagen, ich habe einen Mann, der das die 5-Mark-Stück, nein, Euro-Stück, nein, gibt es keine Euro-Stücke, ein Euro-Stück aufwirft und Kopf oder Zahl macht. Und das ist total zufällig, das Resultat auf beiden Seiten, aber erstaunlicherweise ist es immer das Gleiche. Wie kann man das erklären? Ja, eine Möglichkeit wäre, dass die miteinander kommunizieren. Aber das kann ich ausschließen, wenn ich die Messungen so mache, dass das gar keine Zeit besteht zwischen beiden Messungen, dass gar kein Signal rübergehen könnte, wenn ich das ungefähr gleichzeitig mache. Die andere Möglichkeit ist, dass das vorprogrammiert wäre oder nicht. Und das kann ich ausschließen, indem ich das Ganze ein bisschen raffinierter mache. Natürlich könnte das vorprogrammiert sein, dass beide Münzen immer gleichzeitig Kopf oder Zahl machen. Aber wenn ich jetzt noch eine zweite Frage stelle und dass es ein gegenteiliges Resultat geben sollte, dann geht das nicht mehr. Also beispielsweise, wenn dieser Mann dann, ich könnte sagen, wenn die mit der rechten Hand, beide mit der gleichen Hand das Stück aufwerfen, muss es das gleiche Resultat geben. Wenn sie mit der unterschiedlichen Hand aufwerfen, muss es das gegenteilige Resultat geben. Dann kann ich das auch ausschließen, oder nicht? Und das ist die Idee von diesem Bell Inequality. Und wenn eben diese verschränkten Zustände schickt und zwei Analysatoren hat mit Polarisationen, verschiedenen Polarisatoren, und dann kann ich diese Korrelationen messen. Dann kann ich diesen Korrelationskoeffizienten berechnen mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten, dass ich plus, 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 minus und so weiter kriege in Funktion von meinen Winkeln, die ich setze, da bei meinen Analysatoren. Und wenn man, der Bell hat eben herausgefunden, wenn ich jetzt ein Modell habe mit versteckten Variablen, dann könnte ich diesen Parameter S, wird der nie größer als 2 sein. Und wenn ich diesen Bell-Ungleichung vernetzen kann, dann kann ich eben sagen, dass ich diese vorprogrammierten Teilchen verhindern kann. Okay. Ja gut, jetzt für die Quantenkryptographie ist es uns eigentlich wurscht, ob das irgendwie
Probleme gibt für unsere Philosophie mit Verschränkungen und so. Wir wollen, was für uns interessant ist, ist hier jetzt, dass ich tatsächlich diese Pärchen generieren kann. Und wenn ich Messungen mache, ist das Resultat zufällig, aber korreliert. Das ist eigentlich das, was ich will. Wenn ich Schlüssel verteilen will, dann ist das auf der, will ich, dass es zufällig ist, aber Alice und Bob haben den gleichen Schlüssel. Das bietet mir, bieten mir diese zufälligen Zustände. Die Experimente wurden auch gemacht, schon lange Zeit. Das war das, ein Aspekt, das hat ungefähr das erste Experiment gemacht, wo das bewiesen gezeigt hat. Wir haben in Genf auch mal ein Experiment gemacht, das ist schon lange her. Das war so das erste Experiment, was ein bisschen zwischen 10 Kilometer Überstand war. Jetzt für unser Problem von dieser Keys Distribution brauche ich noch ein weiteres Phänomen. Und das ist das Entanglement Swapping. Es kann also sein, die Situation, dass ich jetzt zwei Photonquellen habe, dann für verschränkten Zustände, und dann mache ich in der Mitte eine Messung mit je einem Photon von beiden Seiten, und dann kriege ich einen Zustand, den ich messen kann. Das gibt vier verschiedene Bell States. Und entsprechend vom Resultat sind dann diese Photonen auf der ganz Außenseite auch verschränkt. Also ich fange an mit zwei Photonenpärchen, die so verschränkt sind, mache diese Messung, und dann sind die hier miteinander verschränkt. Wenn ich jetzt das machen kann, kann ich, was man sagt, ich kann einen Quantenrepeater brauchen. Ich kann jetzt diese Verschränkung übertragen über im Prinzip unendliche Distanzen. Und die Idee ist, dass ich jetzt meine Distanz zwischen A und Z ein kleines Stück zerschneide, über diese Stücke mal diese Verschränkung verteile und dann die Photonen in Quantenmemories abspeichere. Und wenn dann ich überall mal in jedem Memory ein Photon gespeichert habe, mache ich dieses Entanglement Swapping. Dann mache ich hier ein Swapping zwischen diesen beiden, dann sind das dies mit dem verschränkt, oder mit diesen beiden ist dies mit dem verschränkt, dann mache ich es mit diesen beiden, dann ist es von hier und hier verschränkt. So kann ich das übertragen über die ganz große Distanz, und die Zeit skaliert jetzt viel, viel besser. Die geht jetzt mit 1 über die, also das geht dann mit der Zeit, die ich brauche für einen Link und nicht mehr über den ganzen Link. Okay? Und wenn man das ausrechnet, dann sieht man zum Beispiel, wenn ich jetzt 1000 Kilometer einfach ein Photon übertragen möchte, dann muss ich 10 hoch 10 Sekunden warten, bis mal endlich eines ankommt. Das geht lange. Hm? Und wenn ich mit diesen Quantum Repeater mache, dann kann ich, wenn ich die beste Variante nehme, dann braucht es nur noch 250 Sekunden. Also ist immer noch relativ viel. Hm? Und da brauche ich, für das brauche ich, das ist interessant für die Leute hier in Berlin, die Single Photon Sources machen. Das ist jetzt tatsächlich was ich mit diesen Single Photon Sources besser machen kann. Aber immerhin, es ist noch nicht so wahnsinnig toll. Es ist eben, auch wenn wir sehr optimistisch sind mit den Quantum Memories und so weiter, ist es eigentlich gar nicht so. Es ist wirklich sehr schwierig. Und hier kommt noch dazu, dass hier sehen Sie das auf diesen Quantum Memories, ist eine Grafik. Sie können es nicht lesen, aber ist auch nicht so wichtig. Es sind alle Experimente mit Quantum Memories drauf, oder fast alle, anno dazu mal 2016. Und alle, die in dieser rosafarbigen Zone sind, die haben nicht eine genügende Spezifikationen, damit man sie eigentlich brauchen kann, für einen direkten Link zu übertragen. Und Sie sehen, dass es einfach sehr, sehr, sehr schwierig ist. Was macht man jetzt, wenn man das nicht machen kann mit diesem Quantum Memory? Man kann dieses Trusted Repeater, sagt man, man kann einfach jetzt über Stationen übertragen, wo man Vertrauen haben muss. Da mache ich halt den Schlüssel von A nach B, von B nach C, von C nach D und so weiter. Und am Schluss habe ich all diese Schlüssel und mache einen XOR über alles, und dann habe ich von E nach A nach E. Aber muss ich natürlich C, D und B müssen dann auch sicher sein. Das ist das, was jetzt geplant wird in Europa mit diesem European Quantum Communication Infrastructure. Da haben Sie gehört, es ist ziemlich viel Geld da, wird das gebaut. Und das ist auch, was die Chinesen gemacht haben zwischen Peking und Shanghai. Das war ein sehr gut, schönes Experiment, natürlich sehr teuer, also aus diese Geräte da für alle
installieren und so weiter. Aber es ist nicht so wahnsinnig schön, weil man eben diese Stationen haben muss dazwischen. Und wenn natürlich jetzt da der allmächtige Institution da drinnen sitzt, dann ist das nicht sehr interessant für Leute wie Sie und ich, wenn Sie da kommunizieren möchten. Weil wir haben ja nicht Zwischenstationen, die wir schützen können. Eine andere Möglichkeit ist, mit Satelliten zu arbeiten. Das ist ein sehr schönes Experiment, das in China gemacht wurde. Da kann man so eine Entangled-Photon-Quelle auf den Satelliten setzen, ein Photon nach einer Richtung schicken, das andere hier. Und dann kann man eben den Schlüssel zwischen hier machen, 1200 Kilometer. Und ohne in die Details zu gehen, da kann man immerhin, konnten sie ein Hertz machen. Zufalls, also Koinzidenzrate. Alle Sekunden hat sich eine Koinzidenz links und rechts. Und wenn der Satellit darüber fliegt, können Sie das während 275 Sekunden machen. Dann können Sie 275 Bits generieren. Aber es genügt nicht, um einen sicheren Schlüssel zu generieren. Weil jetzt müsste man eben dieses Privacy Amplification und Error Correction machen und das funktioniert leider nicht. Aber immerhin, das ist ein sehr schönes Experiment. Eine andere Möglichkeit ist viel einfacher, oder nicht? Da können Sie einfach den Satelliten und der Ground Station einen Schlüssel austauschen, dann fliegt der Satellit weiter und dann macht er mit einer anderen Ground Station den Schlüssel. Das ist einfacher zu machen und Sie können dann über die ganze Welt herumgehen, sind Sie nicht auf diese 1200 Kilometer limitiert. Problem ist, muss man den Satelliten trauen. Also wenn Sie keinen eigenen Satelliten haben, ist das nicht wahnsinnig nützlich für Sie. Ne? Okay, aber immerhin, wir sehen, das ist ein super schönes Experiment. Ne? Da sieht man die Distanz in Funktion der Zeit. Also der Satellit ist zuerst am Horizont, weit weg, dann kommt er über Kopf und dann ist er ein bisschen weniger weit weg, 600 Kilometer, und geht er wieder weiter weg. Und die Key-Rate, die geht natürlich umgekehrt mit der Distanz, oder nicht? Am Anfang ist sie sehr tief und dann geht es hoch und geht es runter. Und immerhin ist die so zwischen 1 bis 10 Kilobit pro Sekunde, kann man da übertragen. Sehr schönes Experiment. Gut, jetzt kann man das alles vergleichen, die verschiedenen Technologien, aber ich bin schon ziemlich knapp dran mit der Zeit und überspringe ich das lieber. Das sind nur viele Zahlen. Und das überspringe ich auch. Weil in der Schweiz haben wir kein Geld und dann machen wir jetzt auch Satellitenkommunikation, aber mit einem Drohnen und einem kleinen Teleskop. Ist mehr zum Spaß, aber man kann trotzdem die ganze Problematik studieren. Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, das Nachführen vom Teleskop und so weiter und das Rausfiltern vom Licht und so weiter. Man kann ziemlich alles machen und das Budget von diesem Projekt ist 100.000 Franken. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Satellitenprojekt. Aber jetzt möchte ich noch zum Abschluss, der Stefan hat mich ein bisschen gebeten, über das Quanteninternet zu sprechen. Und ich bin eigentlich kein Spezialist vom Quanteninternet. Ich bin ein Physiker und war bei meinem Labor oder nicht. Und naja, aber ich bin jetzt aufs Internet gegangen, aufs klassische Internet, zum Erfahren über das Quanteninternet. Und Future is Quantum, das ist der Slogan der Flagships, des europäischen Flagships. The Future is Quantum. Naja, gut. Und wie steht es mit dem Quantum-Internet? Gut, ich gehe auf Google und tippe das mal rein, Quantum-Internet, und da finde ich das folgende Zitat. A Quantum-Internet would be able to transmit large volumes of data across immense distances at a rate that exceeds the speed of light. Das ist die erste, das kam bei Google zu oberst. Naja, gut, wir haben schon gesehen, mit diesen Korrelationen da, das geht sau schnell, aber wir haben auch begriffen, dass es eben nicht möglich ist, Informationen schneller als das Licht zu übertragen. Weil das eben zufällig sind, diese Korrelationen. Und auch wenn die Korrelationen, wenn Sie wollen, gleichzeitig auftauchen, man kann eben keine Informationen schnell übertragen. Gut, da würde wohl Rate mit, naja, nicht vertrauens. Gut, dann sage ich, ich gehe jetzt auf eine vernünftige Seite. Ich gehe auf ein Flagship-Projekt,
Quantum Internet Alliance. Das ist ein großes Flagship-Projekt und die, wie der Name sagt, die wollen ein Quanteninternet bauen. Da kann man lesen, towards ubiquitous connectivity. Ich weiß nicht mal, recht, wie man das übersetzen will. Das ist die definitive Konnektivität. Das tut gut. Dann auf der gleichen Seite findet man ein News da von vor einem Jahr fast. QIS established for first entangled based quantum network. Ja, doch. Das habe ich vorhin gerade gesagt, es ist sehr schwierig mit den Quantum Memories und so weiter. Und okay, News. Dann geht man weiter ein bisschen, sucht. Dann findet man tatsächlich ein Paper in Science. Gut sein, oder nicht? Und die haben tatsächlich ein Network gebaut mit drei Nodes, Alice, Bob und Charlie. Gut, die Distanzen sind noch nicht so wahnsinnig toll, sind so 2 Meter und 30 Meter. Also ich will mich nicht lustig machen über meine Kollegen. Also das ist ein sehr gutes Experiment, oder nicht? Aber es zeigt einfach, dass zwischen dem, was man momentan erreichen kann, ebenso dann über diese paar Meter 10 Hertz Raten und die Fidelität, wie sagt man das, vom austauschenden Bits ist nicht genügend gut, dass man dann QKD machen kann. Also mit diesem Quantum-Netzwerk könnten Sie keinen Schlüssel übertragen zwischen Alice und Bob. Das heißt, wir sind eigentlich noch wirklich Welten davon entfernt, so was wie ein Quanteninternet zu haben. Leider, heutzutage muss man das ja halt anders kommunizieren. Schade. Gut, also ich komme zu meinem Schluss von meinem Vortrag und nur ein bisschen zusammenfassen. Also eben das QKD, wie Sie gesehen haben, kann man tatsächlich über 800 Kilometer machen, wenn man diese Twinfield Technologie verwendet mit diesem großen Interferometer. Wenn man das ohne das macht, das ist technisch natürlich sehr, sehr schwierig und ob das sich je durchsetzen wird, ist sehr fraglich. Aber wenn man die kommerziellen Systeme gehen immer 300 Kilometer weit ungefähr und da kann man so Bitraten von 10 Megabit, vielleicht verkürzt die Distanzen 100 Megabit pro Sekunde erwarten. Und es gibt jetzt auch immer noch mehr Gruppen, die ganz kompakte Systeme machen. Jetzt, was bringt das für normale Bürger? Ich würde jetzt mal behaupten, für den normalen Bürger ist das nicht sehr interessant. Und der Grund ist sehr einfach, wenn Sie sich erinnern, am Anfang habe ich gesagt, um QKD zu machen, muss ich garantieren können, dass das Büro sicher ist. Also Sie müssen garantieren können, wenn Sie das zu Hause ausmachen, dass Ihre Wohnung sicher ist. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei mir in Genf wurde schon zweimal eingebrochen. Also ich kann überhaupt nicht garantieren, dass meine Wohnung sicher ist. Und die Verbindung ist wohl mit der normalen Verschlüsselung, die wir heute haben, sicher genug, dass niemand so viel Aufwand betreiben will, um herauszufinden, ob ich jetzt meiner Tochter 100 Euro überwiesen habe oder ob ich was ich gekauft habe über Amazon. Also es ist, muss man sich bewusst sein, also das ist nicht etwas für alle Leute. Ich glaube nicht, dass es interessant ist. Ich habe überhaupt nicht über den Quantencomputer gesprochen. Der wird auch nicht für alle da sein, das glaube ich, ist auch klar. Der hat ganz bestimmte Anwendungen, eben diese Shor-Algorithmen für die Schlüssel zu hacken. Braucht auch nicht jeder und dann kann man Quantencomputer miteinander verbinden, vielleicht mal mit dem Internet. Ist auch ein bisschen weit hergegriffen. Aber was sicher passiert und schon passiert, ist, Großfirmen oder eben Staaten, diese QKD-Netzwerke haben, die können eben garantieren, dass das Office sicher ist, die können auch garantieren, dass mittlere Stationen dazwischen sicher sind und die können das wird gebraucht, noch nicht, das ist nicht ein Riesenmarkt, aber es gibt Leute, die QKD brauchen. Und um zurückzukommen auf unser Handy mit dem Chip, Zufallszahlengenerator hingegen, das braucht jeder. Schon jetzt, ohne sie es merken.
Und vielleicht haben da alle mal das irgendwie tatsächlich einen Quantenzufallszahlengenerator auf ihrem Handy. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag und ich eröffne die Fragerunde. Also ich werde ein bisschen hier mit dem Internet schauen und wir können aber auch Fragen sehr gerne aus dem Publikum beantworten. Wenn Sie Fragen stellen, dann möchte ich Sie bitten, eins der Mikros zu benutzen, damit auch alle anderen, die zugeschaltet sind, die Frage verstehen können. Ja, vielleicht fangen wir mit Fragen an, gerade mal hier aus dem Publikum, wenn es da welche gibt. Hier vorne, ja, ich gebe mal das Mikro rüber. Ja, ja, Sie hatten vorhin die Übertragung mittels Satelliten dargestellt, nicht wahr? Es gibt ja auch geostationäre Satelliten, die braucht man nicht verfolgen. Da kann man doch die Wege sozusagen und die Zeiten verlängern. Gibt es da schon Ideen, ja, also, sowas zu verwirklichen, also in künftigen Satelliten, die auf eine geostationäre Bahn gebracht werden, sowas zu integrieren? Also ich weiß, dass schon tatsächlich natürlich Leute sich das so überlegt haben. Es gibt theoretische Paper, die modellieren, wie viele die Raten ungefähr sein könnten und so weiter. Das ist natürlich viel weiter weg, ist klar. Da muss man schon ein sehr großes Teleskop haben, um da alles aufzufangen vom Licht, das da von dort oben kommt. Aber es wäre sicher eine Möglichkeit. Und genau der Vorteil ist, dass zumindest wenn schönes Wetter ist, dass der Satellit immer dort ist, wo man ihn sucht. Und es wäre sicher eine interessante Option. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das schon jemand fliegt, ob schon in seinen Satellit geflogen, glaube nicht. Ich habe noch mal eine Frage, da gab es noch mal eine Rückfrage zur am Anfang eher zur Primfaktorzerlegung, was die Schwierigkeit da war, also ob die Sicherheit eben ist, dass eben es schwierig ist, mit einem konventionellen Computer sehr große Faktoren zu große Zahlen in Primzahlen zu zerlegen, oder ob das einem möglich sei, mit Quantentechnologie das Verschlüsselungsverfahren quantentechnikresistent zu machen. Also vielleicht nochmal ganz kurz die Rolle von Quantencomputern bei der Primzahlenzerlegung. Das ist eine gute Frage, ja. Also eben genau, also, wenn man konventionelle Computer hat, dann weiß man mit den bekannten Algorithmen, wie das skaliert. Und da kann man abschätzen für eine bestimmte Längengröße von diesen Zahlen, kann man sagen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man die Lösung findet in einer bestimmten Zeit. Jetzt tatsächlich, der Quantencomputer kann das eben viel schneller machen. Aber es gibt auch die Leute suchen jetzt nach neuen Algorithmen, dieses Post-Quantum-Kryptographie. Und da versucht man eben, Algorithmen zu entwickeln, wo man zumindest nicht weiß, ob der Quantencomputer, oder man annimmt, dass der Quantencomputer keinen Gewinn bringt. Und die sollten auch einem Quantencomputer eben widerstehen können. Leider haben diese Algorithmen dann auch, brauchen auch mehr Computerleistung, um die zu implementieren. Und das ist leider ein bisschen schwieriger dann. Ja. Gut, dann darf ich noch ein Kompliment von Herrn Lexow weitergeben. Vielen Dank, schöner Vortrag. Danke sehr. Okay. Und eine Frage habe ich noch von Herrn André Lode. Können Sie noch einmal erklären, wie genau das Entanglement Swapping funktioniert? Aha, okay, das kann ich mal versuchen. Also, ja gut, ich hätte es vielleicht ein bisschen besser zeigen können, aber hier zwischen A und B habe ich irgendeinen Zustand, das könnte auch einer dieser Zustände hier sein, Psi minus zum Beispiel, und hier auch zwischen C und D. Und jetzt, das heißt, ein Photon hier in C und ein Photon hier in B, die kann ich jetzt zusammenbringen an dieser Mittenstation. Die müssen ununterscheidbar sein. Ich muss nicht wissen können, ob das von C oder von B kommt, wenn ich die messe. Also typischerweise macht man das, wenn man die auf einen Beamsplitter, einen Strahlteil zusammenbringt und dann schaut, ob sie bunchen oder nicht. Und dann gibt es ein Messresultat. Theoretisch kann ich alle vier möglichen
Pelzzustände messen. In Praxis ist es ein bisschen komplizierter. Aber dann von diesem Resultat, das ich dann kriege, muss ich dann auf beiden Seiten hier noch so eine unitäre Transformation machen. Ich muss noch die Polarisation ein bisschen drehen oder sowas auf der einen oder auf der anderen Seite. Und dann kriege ich dann eben einen verschränkten Zustand. Ich weiß nicht, ob das wahnsinnig viel klarer war. Es ist natürlich sehr, die Intuition lässt uns ein bisschen im Stich, natürlich mit dieser Verschränkung. Das ist ein bisschen kompliziert, aber mathematisch ist es eigentlich relativ einfach, das zu zeigen. Mhm. Gut, ich habe noch kurze Nachfrage nochmal zur Primfaktorzerlegung. Das Primfaktorzerlegungsverfahren ist nicht quantentechnikresistent. Verstehe ich das richtig? Ja. Ja, okay. Gut, dann noch eine weitere Frage, mehr zu dem Ausblick. Herr Gottfried Lehmann fragt dort oder erstmal bemerkt, Quantum Internet unrealistisch und von mäßigem Interesse. Diese Einschätzung würde ja bedeuten, dass jede Forschung in diese Richtung unsinnig ist. Warum kann es trotzdem sinnvoll sein, diese Projekte weiter zu verfolgen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Forschung ist, es kommt darauf an, es ist die Frage, die alte Frage oder nicht, ist Grundlagenforschung interessant oder nicht? Und ich bin natürlich voll überzeugt, dass das interessant ist, Grundlagenforschung zu machen. Das Problem ist mit diesem Quantum-Internet, meiner Meinung nach, ich glaube, vielleicht Kollegen sind nicht einverstanden damit, man wagt es nicht mehr, das als Grundlagenforschung zu verkaufen. Man muss jetzt in der heutigen Zeit das halt unbedingt mit einer sexy Anwendung zusammenbringen und sich dann eben so in gewagte Äußerungen eingehen lassen. Also das find ich problematisch. Aber ich würde jetzt wegen dem nicht sagen, ja, das macht überhaupt keinen Sinn, über das zu forschen. Ja, Fragen aus dem Publikum noch gerne. Trauen Sie sich ruhig. Ich komme auch zu Ihnen mit dem Mikro. Deswegen fragt keiner vielleicht. Sonst hätte ich noch mal eine Frage, vielleicht auch zum Ausblick. Jetzt ist ja vielleicht so, ja, vielleicht nicht für jedermann, hattest du gesagt, aber vielleicht doch für Entfernungen, die gar nicht so groß sind. Jetzt auch durch die zunehmende Digitalisierung werden ja doch viel Daten ausgetauscht, vielleicht zwischen Behörden, die sich vernetzen wollen oder zwischen nah beieinander liegenden Produktionsstandorten. Da wäre vielleicht die Entfernung gar nicht so wichtig. Vielleicht wären da 20 Kilometer prima oder 30 so innerhalb von Berlin. Da ist ja vielleicht mehr, dass es einfach ist und vielleicht auch schneller wird. Kann man da die existierenden Demonstrationen und Richtungen verfolgen? Oder würde man vielleicht jetzt für diese Anwendung, wenn man denkt, ja gut, 30 Kilometer reicht, wir möchten das aber praktikabler machen, muss man da andere Ansätze verwenden? Nein, oder reicht das schon, was man machen glaube, kann? Genau, oder? Also schon eigentlich die kommerziellen Systeme, es gibt schon sehr viele Anwendungen. Typischerweise die Banken, die haben irgendein ein Datenzentrum ein bisschen außerhalb von der Stadt. Das müssen sie aus Sicherheitsgründen, müssen sie Daten anderswo auch noch speichern oder müssen die Daten hin und her übertragen werden und natürlich verschlüsselt. Und das ist durchaus möglich mit der heutigen Technologie. Sollte vielleicht noch ein bisschen billiger werden, aber sicher ein Markt da, ja. Okay. Gut, da ist nochmal eine Frage aus dem Publikum. Ja. Würden sich eigentlich die bisher verlegten Glasfaserkabel und Lichtkabel auch eignen lassen, um die Photonen zu übertragen, oder bräuchte man dazu neue spezielle Kabel, die man verlegen müsste? Das geht mit ganz normalen Glasfasern. Ein kleines Problem, wenn Sie, heutzutage haben Sie natürlich so ein Telekom-Netzwerk, geht über eine Glasfaser mehrere Kanäle mit Wavelength Emission Multiplexing. Und das kann man nur beschränkt machen mit QKD, weil der Crosstalk zwischen einem schwachen Quantenkanal und den klassischen Kanälen schnell mal zu groß wird. Aber über kürzere Distanzen ist auch möglich, aber das muss man ein bisschen in Betracht ziehen, aber sonst braucht man keine neuen Glasfasern. Hier noch eine Frage? Ja. Ich habe eine Frage, die Ihre Äußerungen oder Ihre Ausführungen, die beziehen sich ja letztendlich alles auf Kryptographie, also letztendlich auf militärische Anwendungen, wenn ich das mal auf den Punkt bringen würde. G-
Gibt es denn auch zivile Anwendungen für Ihren Quantenzufallsgenerator, zum Beispiel in der Physik für Monte-Carlo-Simulationen? Kann man mit Quantenzufallsgeneratoren bessere Monte-Carlo-Simulationen machen? Gut, es stimmt natürlich, dieses Gebiet ist sehr liiert mit Defense und weiß nicht was allem. Also gut, wenn Sie jetzt was bestellen auf Amazon, würde ich das trotzdem als eine zivile Anwendung bezeichnen. Und es gibt beispielsweise, ich weiß, ID Quantity verkaufen Zufallszahlengenerator von Casinos und so Glücksspiele und so. Simulationen, Monte Carlo braucht man es auch, ja. Es gibt schon, also Zufallszahlengenerator gibt es eigentlich schon viele, mehrheitlich zivile Anwendungen, würde ich meinen. Ich habe noch zwei, drei Fragen hier, die ich vielleicht noch vorlesen möchte im Internet. Herr Finn Liebner fragt, zunächst einmal vielen Dank für den Vortrag. Sie haben dargestellt, dass der Aufwand bei dem Quantenschlüsselaustausch sehr groß ist, sodass der Kreis derer, die das anwenden werden, überschaubar bleibt. Die Postquantenkryptographie hingegen verfolgt den Ansatz, auf klassischen Rechnern mit neuartigen Algorithmen zu arbeiten, die im Gegensatz zu RSA beispielsweise nicht trivial durch Quantencomputer gebrochen werden können. Mhm. Wie schätzen Sie die Aussichten bei der Post-Quantum Cryptography ein? Erreicht man damit eine ausreichende Sicherheit und benötigen wir die Post-Quantum Cryptography überhaupt? Gut, das ist eine, sicher eine sehr gute Frage. Ich bin natürlich nicht unbedingt die beste Person dazu antworten, ich bin nicht Mathematiker. Ein großer Unterschied ist natürlich zwischen dem QKD und all diesen anderen Methoden ist, wenn ich jetzt eine Message übertrage und verschlüsselt mit QKD, dann muss der Angreifer müsste das jetzt attackieren können und das kann er nicht und dann ist das eigentlich sicher für immer. Wenn ich hingegen einen anderen Algorithmus nehme und das verschlüssle, da kann man ja abhören, also die Daten, die zirkulieren, kann man aufnehmen und abhören. Und wenn später mit besseren Computern und mit einer neuen Methode das gehackt werden kann, dann sind die Daten wieder öffentlich. Das heißt, wenn man zukunftssicher Daten verschlüsseln und sichern will, hat eben die Quantenkryptographie doch einen Vorteil. Dann habe ich noch eine Frage, von Herrn Achim Hoffmann, wie geht eine mögliche weitere Reduktion der Faserdämpfung in die erzielbaren Reichweiten ein, linear oder deutlich stärker? Linear, also mit die Kilometer, wenn Sie 10% weniger Verlust haben, können Sie 10% weitergehen. Also es gibt natürlich Bemühungen, also jetzt so momentan sind das so 0,2 dB pro Kilometer und die ganz super guten, besten Glasfasern sind bei 0,16 und es gibt schon so einen gewissen Trend und vielleicht ist mal 0,1 möglich, wer weiß, dann würde man ungefähr verdoppeln, also dann die Distanz, die dann möglich wäre mit diesen speziellen Fasern. Ja. Gut, da hinten ist noch eine Frage und dann habe ich noch eine im Netz. Zu Beginn hatten Sie ja erwähnt, dass es auch klassische Prozesse gibt, also das Rauschen eines Widerstandes oder der Dunkelstrom einer Diode oder sonst irgendwas, um Zufallszahlen zu erzeugen. Mhm. Wie kann ich denn die Qualität der Zufallszahlen, die ich klassisch erzeuge und die ich mit dem Quantenzufallsgenerator erzeuge, vergleichen? Und wie macht man das qualitativ? Das ist sehr schwierig. Also es ist unmöglich, Zufallszahlen zu testen ist unmöglich. Es gibt natürlich Tests von NIST und so, da ganz riesen Serien von Tests, und kann man Zufallszahlen testen, aber man weiß auch, dass Zahlen, die nicht zufällig sind, diese Tests auch bestehen können. Also es ist nur eine Indikation. Wenn Sie diesen Test bestehen, dann wissen Sie, es kann nicht, also Sie wissen nur, wenn es nicht bestehen, dass es nicht zufällig ist, sagen wir so. Jetzt der Unterschied zwischen dem Quantenzufallszahlengenerator und dem klassischen ist eigentlich, dass eben beim klassischen muss ich ein Modell machen von meinem System und dann kann ich
je nachdem von dem Modell kann ich ausrechnen, wie viel Entropie da ich drin habe. Aber die Modelle sind sehr, sehr kompliziert, weil es ein kompliziertes System ist. Und bei der Quantenphysik ist das viel einfacher. Das gibt uns dann mehr Vertrauen, dass wir keinen Fall machen. Zusätzlich zu dem, das ist nicht der Fall von diesem System, das ich da hier präsentiert habe, aber es gibt sogenannte device-independent oder semi-device-independent Quantum Key Generation. Da ist es so, dass das haben wir in unserem europäischen Projekt entwickelt, das erwähnt wurde, dass das Gerät sich selber testen kann. Also wir können, das Gerät misst, wie viel Entropie generiert wird. Und dann kann ich genau die entsprechende Entropie extrahieren aus dem System. Dann habe ich wirklich das ultimative Vertrauen in meine Zufallszahlen. Und das können die klassischen Zufallszahlengeneratoren nicht bieten. Ich habe nochmal eine Frage. Hier wurde ein bisschen schon berührt vielleicht, aber nochmal die Frage, Sie hatten bereits kurz angedeutet, könnten Sie bitte noch einmal ausführen, welche Möglichkeiten Sie sehen, quantentechnikresistente Verschlüsselungsalgorithmen zu entwickeln, die auf konventionellen PCs und Smartphones laufen können? Also, wie gesagt, ich bin nicht Spezialist auf diesem Gebiet, aber ich weiß, dass gerade jetzt Bemühungen bestehen, einen neuen Algorithmus zu zertifizieren, der kommen sollte. Eben wie der Overhead dann wirklich ist, was das bedeutet, das kann ich nicht beantworten. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Moment, sehe ich das hier vorne noch? Ja, danke. Ja, es ist vorhin schon mal angesprochen worden, wie stark sehen Sie das Interesse des Militärs und von Geheimdiensten an diesen Technologien und betreiben die dort eigene Forschung dafür oder nutzen Sie etwa die Erkenntnisse, die Sie selbst gewinnen? Also ich nehme an, das Interesse ist groß. Also was ich feststelle beispielsweise ist, dass in Amerika eine sehr große Aktivität war auf diesem Gebiet bis vor vielleicht 20, 15 Jahren so. Und jetzt momentan sehr, sehr wenig passiert. Also es gibt sicher Forschung, die nicht öffentlich ist auf diesem Gebiet, ist ganz klar. Also ich glaube, im Großen und Ganzen sehen die Geheimdienste und die Militär oder die NSA das natürlich nicht gerne, weil bei den klassischen Systemen ist es so, dass sie normalerweise die auch hacken können und oder auch die Schlüssellängen von diesem AES so beschränken, damit sie noch hacken können. Und wenn QKD gut implementiert ist, können sie das nicht mehr. Aber das kann auch gut kommen, dass das einfach dann verboten ist. Es gibt verschiedene Länder, die harte Verschlüsselung einfach verbieten. Vielleicht noch zwei Fragen hier abschließend. Herr Kurt Osterloh fragt, ein natürlicher Zufallsgenerator ist der radioaktive Zerfall. Hat man schon daran gedacht, eine einfache Schaltung daraus zu machen? Ja, das gibt's. Es gibt Leute, die das... Es ist einfach vielleicht vom Marketing her ein bisschen schwieriger, so ein radioaktives Produkt zu verkaufen. Das ist ein optisches, aber im Prinzip ist das möglich. Ja. Okay, wie spontane Emission, spontaner Zerfall. Ja, dann auch. Genau. Okay. Noch eine Frage. Können Sie noch mal kurz den Namen des Algorithmus nennen, der gerade zertifiziert wird? Das weiß ich, habe ich nicht. Okay, gut. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, können wir vielleicht die Fragerunde hier schließen. Dann nochmal ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Herzlichen Dank an alle Fragenstellenden natürlich im Chat und hier vor Ort. Ja, zwei Dinge noch. Zum einen darf ich nochmal als kleinen Dank ein kleines Geschenk überreichen. Und zwar freuen wir uns immer allen Sprecher und Sprecherinnen, ein Buch über diesen Ort, dieses Haus überreichen zu können. Und zwar ist das ein Buch von Dieter Hoffmann, Gustav Magnus und sein Haus. Also da kannst du noch ein bisschen was über das Haus
lesen und nachlernen. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Dann hatte mich Stefan Reitzenstein darauf hingewiesen, nochmal die nächsten Veranstaltungen anzukündigen. Habe ich jetzt leider keine Folie, aber ich kann es auch so sagen, können Sie sich schon mal vormerken. Am Montag, dem 9.5., ich glaube, das ist in der neuen Reihe Physics und Pizza, gibt es einen Vortrag von Tim Schröder. Da geht es um Diamant-Quantentechnologie, was man eben damit im Bereich der Quantentechnologie machen kann und auch die Anwendung von Quantencomputing. Also am 9.5. Montag findet das statt. Und am Dienstag, dem 24.5. ist ein nächster wissenschaftlicher Abendvortrag. Da wird Herr Dr. Kai Nöske von der ESA was berichten über das Webb-Teleskop. Also das ist am 24.5. Wenn Sie das nochmal nachschauen wollen, Sie finden alle die Veranstaltung auch auf der Homepage hier von dem Magnushaus. Gehen Sie einfach Magnushaus, suchen das und dann können Sie die Veranstaltung da auch nochmal schauen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn Sie hier oder im Online sich noch zuschalten würden. Ja, das zu den nächsten Veranstaltungen. Jetzt kommt der große Vorteil, den man hat, wenn man hier vor Ort ist, nämlich dann können wir jetzt zusammen in die Remise gehen und noch etwas zusammen trinken und einen kleinen Snack zu uns nehmen und natürlich auch noch weiter diskutieren. Und da darf ich Sie auch ganz herzlich dazu einladen und allen anderen, die keine Zeit mehr haben oder die leider nicht vor Ort sind, denen wünsche ich noch einen ganz schönen Abend.